Die Soldaten aus Eigen im Engstal in der Fiala Fernbruck-Kaserne sind echte Spezialisten für schwierigste Einsätze. Die dortige Hubschrauber-Mehrzweckstaffel verfügt über etwa 20 Helikopter des Typ Alouette 3. Eingeführt 1967 hat dieses Gerät speziell im alpinen Bereich hervorragende Arbeit geleistet. Staffelkommandant Oberstleutnant Udo Koller zollt seinen Kameraden größtes Lob. Auch die in die Jahre gekommenen Hubschrauber haben sich gut bewährt. Der Hubschrauber ist ein ganz ein tolles Gerät, das von den Franzosen für das Fliegen im Gebirge entwickelt wurde. Und immer noch ein tolles Gerät für uns zum Fliegen, nur natürlich in die Jahre gekommen. Und es ist natürlich auch die technische Betreuung vom Bundesheer exzellent. Und das bewirkt natürlich auch einen unglaublich guten Klarstand von den Hubschraubern. Und wir sind sehr zufrieden damit. Eine Spezialität der Truppe sind Windenbergungen im Gebirge. Auch Löscheinsätze bei Waldbränden oder Bergungen bei Seilbahnstillständen gehören dazu. Also in letzter Zeit der größte Einsatz, den wir durchgeführt haben, war am Kreischberg, die Rettung von der Seilbahn. Nachdem die Seilbahn kaputt wurde, wurden von uns über 100 Personen von der Seilbahn im Kreischberg gerettet. Wie viel Gerät haben Sie da im Einsatz gehabt? Es waren 3 Hubschrauber am Kreischberg im Einsatz. Nachdem es knapp vor der Finsternis war, war es höchst an der Zeit, auch 3 zu schicken. Wir haben die Möglichkeit, 3 vor Ort immer parat zu haben und deswegen war das auch möglich für uns durchzuführen. Selbst junge Vizeleutnants sind vom Job in der Mehrzweckstaffel begeistert. Also das Bundesheer ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber, was die Vielseitigkeit der Möglichkeiten betrifft. Und vor allem die Fliegerei ist bei uns einzigartig, in Österreich sowieso und ich traue mich auch behaupten in Europa. Die ersten 4 Alouette 3 Helikopter kamen 1967 nach Österreich. 22 Stück werden heute noch von den Luftstreitkräften betrieben. Aufgrund des 50-Jahr-Jubiläums wurde eine Alouette 3 mit einer besonderen Lackierung gestaltet. Gewartet werden die Alouettes in der eigenen Fliegerwerft. Viele Einsatzteile, die nun rar werden, versucht man sogar in Eigenproduktion herzustellen. Wo andere nicht mehr können, da hilft eben unser Heer. Und wenn es ganz herausfordernd wird, dann kommt die Hubschrauber-Mehrzweckstaffel aus Eigen mit bewährtem Gerät und motivierter Mannschaft.